meine größten Stärken sind, dass ich zuhören kann, dass ich helfen möchte, immer unterstützen und dass ich lösungsorientiert bin und nicht immer drumherum reden will. Mein Name ist Philipp Wesemann und ich bin hauptamtlicher Bürgermeister der Kreis- und Rosenstadt Forstlausitz. Ich bin Moderator, aber auch derjenige, der sagt, in welche Richtung sich die Stadt entwickeln soll. Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, dann würde ich wahrscheinlich hier im Forst auch leben, nur mit einem ganz anderen Beruf, hoffe ich zumindest. Dass ich in Forst gewesen wäre und mich nicht dem Regime unterdrückt hätte, nur dass ich Politik machen kann. Zu DDR-Zeiten hätte Philipp Wesemann keine Wahl gehabt. Wer eine politische Karriere wollte, musste Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei werden. Seit Mai ist er im Amt und mit 25 der jüngste Bürgermeister seines Bundeslandes Brandenburg. Anfang 50, Brille, schon gesetzter Mann, der so knallhart ist. Das ist so dieses typische Bild vom Bürgermeister, was man, glaube ich, hat. Zumindest ist es mein Eindruck, wenn Leute überrascht tun, dass ich der Bürgermeister bin. Ich bin kein Klischee-25-Jähriger. Ich bin dann schon souverän genug, mit den Leuten normal zu sprechen, auch ernsthaft zu sprechen, mir die Ideen anzuhören, meine Vorstellung darzulegen. Das haben sie sich nicht vorgestellt. Die dachten wahrscheinlich, das ist ein verrückter 25-Jähriger, der jetzt mal vorhat, Bürgermeister zu werden. Forst, eine Stadt mit knapp 20.000 Einwohnern, gelegen im Osten Deutschlands an der Grenze zu Polen. Am 30. September 1989, wenige Wochen vor dem Mauerfall, kommt Philipp Wesemann hier zur Welt. Ein Hobby, das er als Teenager entdeckt, das Dudelsackspielen. Dabei trainiert er sich den langen Atem an, den man als Politiker braucht. Nach der Ausbildung zum Biologielaboranten in Berlin tritt er in seiner Heimatstadt in die Sozialdemokratische Partei ein und wird mit 21 Vorsitzender des Ortsvereins. 4 Jahre später gewinnt er die Wahl zum neuen Chef im Rathaus. Das Amt des Bürgermeisters bringt vieles mit sich mit, unter anderem, dass man kaum noch Privatleben hat. Also man kann einfach nicht mehr dann so locker mit Freunden in Restaurants sitzen und mal laut lachen, ohne dass man dann komisch angeguckt wird. Man kann auch nicht mehr so in den Supermarkt gehen und einkaufen, ohne dass jemand einen in Einkaufswagen guckt. Ja, das ist für einen 25-Jährigen schon ein großer Einschnitt. Die wichtigsten Dinge im Leben sind die Freunde, die Familie und ich glaube einfach nur glücklich sein. Mittagspause. Zusammen mit seiner besten Freundin Sarah und seinem Partner Stefan. Die Beziehung zu ihm hat Philipp Wesemann nie versteckt. Auch nicht im Wahlkampf. Einige Leute, die kommen einfach nicht damit so zurecht, dass man damit offen umgeht und sagen dann lieber gar nichts, ehe sie sich blamieren. Ne? Und andere Leute, die nehmen das einfach so hin, die sehen das als normal an. Der nächste Termin. Philipp Wesemann empfängt eine Delegation älterer SPD-Mitglieder und führt sie durch die Stadtgeschichte. Sie sind zu Besuch aus Lüneburg im ehemaligen Westteil Deutschlands. Jeder von ihnen hat den Großteil seines Lebens in einem geteilten Land verbracht. Man sieht die Generation, die dafür gekämpft hat, dass die Einheit kommt. Die schauen sich die Sache schon so an, ja, es ist gut, aber irgendwie gibt es auch Nachteile und auch noch ein bisschen Vorteile. Und dann bei der jetzigen Generation verwischt das schon wieder, das ist schon wieder ganz anderes Denken. Was ich so im Freundeskreis mitbekomme, redet man gar nicht über Ossi und Wessi, sondern über Deutsche und Bayern. Sich wie Philipp Wesemann in einer Partei zu engagieren, ist eher untypisch für junge Deutsche. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Euromax engagiert sich etwa jeder Dritte der 1989-90 Geborenen gesellschaftlich oder politisch. Die meisten von ihnen arbeiten mit Kindern und Jugendlichen oder engagieren sich im Sport. Nur 16% bringen sich politisch ein, 14% bei Kirchen und Gemeinden. Philipp Wesemann will die Bürgerbeteiligung wieder erhöhen und die Jugend in seiner Stadt erreichen. Als Kind seiner Generation setzt er dabei auf soziale Netzwerke wie Facebook. Mitnehmen, also schon die Möglichkeit geben, das ist deine Heimatstadt, setz dich gefälligst hin und entscheide mit.
Ja, also schon mit in Verantwortung nehmen und zu sagen, du hast jetzt hier die Möglichkeit zu entscheiden, was für deine Generation hier gemacht wird. Ein Grillabend mit den Besuchern aus Lüneburg. Abschluss eines langen Tages. 25 Jahre deutsche Einheit. Für Philipp Wesemann ein wichtiges Jubiläum. Ich bin den Leuten von damals dankbar, dass sie auf die Straße gegangen sind und für diese Freiheit gekämpft hat, die ich heute alltäglich erleben kann und genießen kann.